Hallo, Kurzhöser hier. Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Videoserie zum Thema Regression. Wir haben ja schon gesehen, wie man eine Trendlinie erstellt und jetzt noch eine wichtige Eigenschaft dieser Trendlinie als Zusatz, und zwar geht diese Trendlinie immer durch den Mittelwert. Was meine ich damit? Durch den Mittelwertpunkt könnte man eigentlich sagen, der besteht aus dem arithmetischen Mittel der x-Werte und dem arithmetischen Mittel der y-Werte. Wenn ich das ganz, ganz kurz vielleicht mit ein paar Punkte durchrechnen möchte, 1 und 3 und 7 und 11 sind zusammengezählt 22. 22 durch 4 ist 5,25 ungefähr. Man sieht, der x-Wert, 5,5, Entschuldigung, und der x-Wert ist genau eben hier bei 5,5 und für den y-Wert genau dasselbe. Das heißt, die Regressionsgerade geht immer durch den Mittelwertspunkt. Man sieht es auch hier bei dem interaktiven GeoGebra-Applet. Sobald ich die Punkte verändere, die Regressionsgerade passt sich an und sie schießt immer durch den Mittelwertspunkt durch. Wir haben weiters gesehen bei der Erstellung der Trendlinie, dass es immer auch einen Korrelationskoeffizienten dazu gibt. Was sagt dieser Korrelationskoeffizient aus? Er ist ein Maß für die Güte der Beschreibung der linearen Funktion durch die Punkte, umgekehrt der Beschreibung der Punkte durch die lineare Funktion. Das heißt, wie gut die lineare Funktion sich den Punkten anpasst oder wie gut sie diese beschreibt. Man sieht hier zum Beispiel einen Korrelationskoeffizient von 0,8. Das ist schon ein einigermaßen guter Zusammenhang. Man erkennt aber sofort, wenn man die Punkte auf einer Linie legt oder auf eine Linie legt, dass der Korrelationskoeffizient 1 wird. Das bedeutet, es besteht ein perfekter Zusammenhang zwischen den Punkten und der Trendlinie. Schauen wir uns noch ein paar andere spezielle Zusammenhänge an. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit eines negativen Korrelationskoeffizienten. Das kommt immer dann zustande, wenn man eine negative Steigung der Geraden der Trendlinie hat. Und es gibt aber auch noch die Möglichkeit einer ganz, ganz schwachen Korrelation, ausgedrückt durch einen Korrelationswert, der sehr knapp bei 0 ist oder fast exakt 0 ist. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das hier anschaut, da sieht man, hier hat man einen Korrelationskoeffizienten von 0, hier hat man keinen Zusammenhang zwischen den x- und y-Werten. Ein praktisches Beispiel ist so, dass man natürlich davon ausgehen kann, dass ein Mensch, der größer ist, auch eine größere Schuhgröße hat, beziehungsweise ein höheres Gewicht. Bleiben wir aber bei der Schuhgröße. Das heißt, wenn ich auf der X-Achse zum Beispiel die Körpergröße auftrage und auf die Y-Achse die Schuhgröße, dann gibt es hier wahrscheinlich einen Zusammenhang und der Maß oder die Güte des Zusammenhangs kann über den Korrelationskoeffizienten ausgedrückt werden. Wie wird nun dieser Korrelationskoeffizient berechnet? Dazu gibt es eine Formel, die uns Pearson hinterlassen hat. Pearson, Karl Pearson, ein britischer Mathematiker, 1857 bis 1936, hat hier bahnbrechende Arbeit geleistet. Die Formeln schauen sehr kompliziert aus. Jedes moderne Statistikprogramm kann das aber sofort auf Knopfdruck berechnen. Entscheidend ist man, dass man beim Korrelationskoeffizient die Kovarianz braucht zwischen den verschiedenen x- und y-Werten und die Standardabweichung. Zum Begriff der Kovarianzen, die Standardabweichungen werden ja schon in einem anderen Video erklärt. Die Kovarianz kann man sich wie folgt vorstellen. Die Kovarianz bildet einfach oder ist geometrisch nichts anderes als die Summe der Rechtecke, die dadurch entstehen, wenn man vom Mittelwertspunkt zu den einzelnen Beobachtungspunkten ein Rechteck zieht. Das heißt, man sieht es hier ganz schön interaktiv dargestellt. Dieses Rechteck entsteht dadurch vom Mittelwert zum Beobachtungspunkt, zur XY-Koordinate der angegebenen Werte, und die Summe daraus ist die sogenannte Kovarianz, jetzt einmal geometrisch veranschaulicht. Die Standardabweichung ist, wie gesagt, in einem anderen Video erklärt und wird ganz rasch in jedem Statistikprogramm auf Knopfdruck ausgegeben. Eine kurze Ergänzung noch: Das Bestimmtheitsmaß hängt ganz
eng mit dem Korrelationskoeffizienten zusammen. Bei linearen Zusammenhang, bei linearen Trennlinien gibt das Bestimmtheitsmaß R² einfach das Quadrat des Korrelationskoeffizientens an und dient zur Interpretation der Güte des Zusammenhangs zwischen x- und y-Koordinaten zwischen zwei Datenwerten. Auch hier gilt wieder, R² gleich 1 bedeutet perfekter Zusammenhang, perfekter linearer Zusammenhang. R² gleich 0 bedeutet kein Zusammenhang zwischen den beobachteten oder aufgenommenen Werten und Daten. So viel zum Bestimmtheitsmaß und Korrelationskoeffizient. Damit schließen wir auch den linearen Zusammenhang, die lineare Regression. Im nächsten Video wird es darum gehen, sich noch andere Trendlinien anzusehen, das heißt quadratische, kubische Funktionen bzw. auch Exponentialfunktionen.